mal werden will, Kiki? Keine Ahnung. Krankenschwester, Erzieherin oder Ballerina? Ach nein, ich weiß es. Du wirst Germany's Next Topmodel. Ich hab gehört, du nimmst auch Hundemädels. Du bist aber gemein. Oder vielleicht wirst du Autoreifenprofiltiefenmesserin. Oder du wirst Verkäuferin bei KFC? Nein, niemals. Na sag schon, was wirst du mal? Ich werd mal eine richtige Prinzessin. Kiki, hör auf zu lachen. Oh, dann bin ich der Frosch, der dich küsst. Ich mein das ernst. Ja, und ich werd später mal Spider-Man. Man muss nur ganz fest dran glauben an seinen Traum. Dann geht er in Erfüllung. Ja. Das habe ich zumindest bei Instagram gelesen. Genau. Oh, Ricky, um Prinzessin zu sein, müsstest du doch die Tochter eines Königs sein. Vielleicht habe ich ja blaues Blut und bin adelig oder so. Ich werde gleich mal meine Oma Helga anrufen. Na klar. Und muss ich dann immer vor dir verbeugen? Oh, eure Hoheit. Ach, nee, du bist dann der Hofnarr. Na, danke. Obwohl, dann muss ich wenigstens mich nicht mehr benehmen zu Hofe. Hallo, Oma Helga. Wie geht es dir? Oh, mir geht's gut. Ja, wirklich, Oma. Aber ich habe eine Frage. Haben unsere Vorfahren zu Hofe gelebt? Nein, nicht auf dem Bauernhof. Ich meine, sind wir adelig? Also, oder irgendjemand von unseren Vorfahren? Was? Unsere Vorfahren kommen alle vom Land? Wirklich alle? War da wirklich keine Landprinzessin dabei? Nein? Ach, schade. Bis bald, Omi. Bleib gesund. Ja, mach ich. Tschüss. Also ich bin wohl nicht als Prinzessin geboren. Aber das heißt ja nicht, dass ich keine werden kann. Wie man einen Beruf lernen kann, muss man doch auch lernen können, wie man eine Prinzessin wird. So, was macht eine Prinzessin eigentlich? Aha, das ist ja interessant. Ja, das... Plötzlich Prinzessin? Oh, Kiki, erschreck mich doch nicht so. Nein, aber auf einen guten Weg dahin. Aha. So, jetzt schaue ich mir das mal an. Das ist ja interessant. Also... Oh, das darf man alles nicht als Prinzessin. Kein Pelz tragen, keine Austern essen, keine Autogramme geben. Ich glaube, das kriege ich hin. Oh, und im eigenen Flugzeug muss man fliegen. Und dreimal in der Woche in den Schönheitssalon. So, jetzt habe ich gleich auch fertig alles schön getupft. Ach, sieht doch gut aus, oder? Und die Krone steht mir auch. Jetzt muss ich bloß noch das Lächeln üben. Schieß. Naja, kling von der Seite. Gar nicht so einfach, die ganze Zeit zu lächeln. Man muss gut in der Schule sein, man muss viel Sport machen. Ja, das kann ich machen. Man muss sich die Disney-Filme angucken, damit man die Charaktere kennt. Okay, und oh, was steht hier? Man muss 18 Jahre alt sein. Das ist ja gemein. Und was? Man muss mindestens 1,60 groß werden. Das schaffe ich ja nie. Das ist ja blöd. Na, wie weit bist du? Wärst du schon ein Krönchen auf dem Kopf? Ach, Kiki, ich hätte eine Disney-Prinzessin werden können. Was? Aber dafür muss ich 18 Jahre alt sein, muss 1,60 mindestens groß sein. Und Kiki, ich bin zu dick. Ach, Kiki. Das ist doch nur mein Federkleidchen, aber... Kiki, eine richtige Prinzessin wirst du doch nur... wenn du einen Prinzen heiratest.
Na, und wo soll ich den denn finden? Warte, ich geh raus und such dir einen Frosch. Nein, Kiki, hör auf! Aber wenn das doch der einzige Weg ist. Aber dann müsste ich doch schon eine Prinzessin sein. Wenn, dann müsste ich einen Prinzen küssen, damit das geht. Ich kenne leider keinen. Ich auch nicht. Soll ich vielleicht eine Zeitungsanzeige schreiben? Ach, sehen die schön aus. Ach, vielleicht kann ich auch erst Topmodel werden und dadurch irgendwie dann Prinzessin. Dann werde ich ja gleich mal eine Erbse unter das Kissen legen. So, mal sehen. Oh ja. Oh, ja, küss mich. Du bist der Prinz. Ricky. Ricky, aufwachen. Was? Wo bin ich? Wo ist mein Prinz? Ricky, du hast geträumt. Schade, es war und? So schön. Bist du jetzt schon eine Prinzessin? Ja, naja, ich hab ganz viel gelernt. Ich weiß jetzt alles über Schlösser und wie man sich benimmt als Prinzessin. Ja, und hast du gut geschlafen? Ja, ich hab richtig schön geträumt. Und? Gar nichts gemerkt? Na was denn? Ricky, wenn du eine echte Prinzessin wärst, dann hättest du die Erbse gemerkt, die unter deinem deinem Kissen lag. Ricky, du bist so gemein. Haha, verkackt. Prinzessinnen-Test nicht bestanden. Ich wollte nur prüfen, ob du schon eine Prinzessin bist. Wenn du alles über Prinzessinnen weißt, dann heißt es ja noch nicht, dass du eine bist. Arme Ricky, wolltest du auch schon mal Prinzessin sein? Weißt du was? Ich verrate euch heute, wie ihr Prinzessinnen und Prinzen werden könnt. Oder vielleicht seid ihr es sogar schon. Wir starten nämlich heute mit einer neuen Themenserie und wollen gemeinsam die Briefe des Neuen Testamentes unter die Lupe nehmen. Und heute ist der Römerbrief dran. Den hat Paulus an die Christen in Rom geschrieben. Und weil er Paulus davor noch nie dort gewesen war, musste er ihm erstmal das Evangelium, also die gute Nachricht, nochmal ganz genau erklären. Manche in Rom in der Gemeinde waren Juden und die dachten, weil ich ein Jude bin, ja, deswegen bin ich ein Kind Gottes. Ich bin doch Abrahams Kind. Uns gelten doch die Verheißungen. Deswegen komme ich in den Himmel und bin gerecht und ein Kind Gottes. Aber reicht das? Nein, das alleine reicht nicht aus. Andere denken, ich kenne alle Gesetze auswendig und ich halte mich daran. Deswegen komme ich in den Himmel. Deswegen bin ich ein Kind Gottes und gerecht. Aber stimmt das? Reicht das aus? Beziehungsweise kann man das wirklich schaffen, alle Gesetze zu halten? Wenn wir uns selber kennen, dann wissen wir, dass das gar nicht so leicht ist, oder? Dass wir ganz schnell mal ungerecht sind mit unseren Geschwistern oder dass wir immer selber der Größte sein wollen und die anderen klein machen oder ganz stolz sind. Alleine schaffen wir das nicht. Alleine schaffen wir das nicht und können nicht alle Gesetze halten. Und andere denken, ich mache so viele gute Taten. Ich bin so ein guter Mensch, Mensch, wen ich allen helfe. Ich habe es auf jeden Fall verdient. Gott muss doch beeindruckt sein von mir. Ich habe es verdient, ein Kind Gottes zu sein. Aber reicht das? Macht das uns gerecht, wenn wir gute Taten vollbringen? Nein, das reicht auch nicht aus. Aber wie können wir denn jetzt ein Kind des Königs, ein Kind Gottes werden? Wir können es nicht alleine. Aber Jesus, Gottes Sohn, kam als Prinz in diese Welt. Er ist am Kreuz gestorben, damit wir gerecht sind. Er ist für unseren Tod, unsere Sünde, unsere Angst, all das hat er besiegt und ist gestorben. Und dadurch, wenn wir das glauben und dieses Geschenk annehmen, dann können wir ein Kind Gottes werden und eine Prinzessin, ein Königskind, ein Prinz werden. Vom allergrößten König der ganzen Welt. Gott möchte uns damit das ewige Leben schenken und wir dürfen immer mit Gott, dem König, dann zusammen sein.
Und es ist ganz egal, ob du klein oder groß, alt oder jung bist. Jeder kann ein Kind Gottes, eine Prinzessin oder ein Prinz werden. Und damit wir das nicht vergessen, können wir in Römer 8 lesen, dass uns Gott seinen Heiligen Geist gegeben hat. Und dieser Heilige Geist, der möchte uns immer wieder daran erinnern. Der sagt uns, Chiara, du bist ein Königskind. Chiara, Gott liebt dich. Das ist die Wahrheit. Er ist immer für dich da. Und das ist cool, dass wir den Heiligen Geist haben, der uns dabei hilft, dass wir das nicht vergessen. Und ich möchte nochmal beten. Danke, Jesus, dass wir durch dich Kinder Gottes werden können, Prinzessinnen und Prinzen. Und wenn du das auch möchtest, dann sag das Gott. Dann sag jetzt einfach, Vater im Himmel, ich möchte dein Kind werden. Danke, Vater. Amen. Noch etwas Tee, Prinzessin Sophie? Oh ja, bitte, Prinzessin Victoria. Oh, danke schön. Ach, das ist so schön, mit dir zusammen Prinzessin zu spielen. Ich wär nur so gerne eine echte Prinzessin. Ich bin eine echte Prinzessin. Hä? Was? Wirklich? Sag mal, hast du einen Bruder, den ich heiraten kann? Nein, ich meine bloß, weil ich bin die Prinzessin, weil ich die Tochter des größten Königs der ganzen Welt bin. Wow, krass, Chiara. Das wusste ich ja noch gar nicht. Meinst du, Nathanael würde mich adoptieren? Nein, Gott meine ich. Und weil er der König der ganzen Welt ist und mein Papa, bin ich eine Prinzessin und du auch. Wirklich? Ich bin eine richtig echte Prinzessin. Das muss ich unbedingt dem Kiki erzählen. Ha, und er ist dann mein Hofnarr. Aber Kiki ist doch auch Gottes Prinz.